Hallo liebe Leute, willkommen zu einem neuen Video meinerseits. Leute, was macht ihr, wenn euer Mac leer ist? Natürlich den hier. Ein V bilden, das leere Magazin nach unten, das volle rein und dann wieder geladen. Versteht ihr das? So einfach ist es. Ich zeig's euch nochmal zum Mitschreiben. Übrigens, das ist nur Propaganda. Ne unschöne, unnice Propaganda für den Kanal. Was macht ihr, wenn das Magazin leer ist und der Schlitten nach hinten springt und keine Patrone mehr im Lauf ist? Ihr nehmt das frische Mac, das alte raus, bildet ein V und das neue rein. Schön mit Effekt. Und dann kann's wieder losgehen mit der Action. Yep, die Öffnung ist ziemlich groß. Die Kugeln sind aber auch nicht klein. Das ist mein Baby. So Leute, jetzt fangen wir an mit dem Video. Heute geht es um das Xiaomi Mi Note 11 5G. Viel Spaß. So Leute, ich bin umweltbewusst geworden. Und zwar zünde ich meine Kippen nicht mehr mit Feuerzeug an, sondern mit Holz. Also mit Streichhölzern. Ja, guck nicht so. Und das könnt ihr irgendwo im Nirgendwo wegschmeißen. Sagt keiner was. So Leute, heute zum Xiaomi Redmi Note 11 N 5G. Übrigens das neue Oppo, das ich heute geunboxed habe. Ist auch ganz schön nice, das Teil. Wirklich nice. Und ich freue mich schon dazu, ein Kurzzeitfazit zu machen. Das ist ja auch schon bald soweit, dieser Zeitpunkt. Ist einfach ein mega nices Gerät. Und die Kameras kommen an Huaweis Leicas heran. Echt jetzt? Schon heftig. Mit zwei Linsen schießt's bessere Fotos als Handys mit Quad-Kameras. Und dann dieses Glow-Design, also dieses im Dunkel leuchten Design, Sky Blue, mega schöne Farbe. Je nachdem, wie man sie betrachtet, wirkt sie violett. So kommt der Schriftzug sehr schön zur Geltung. Und jetzt wirkt's violett, obwohl es ja blau ist. Ziemlich nices Teil. Ja, Leute, die Verpackung vom Xiaomi Redmi Note 11 N 5G ist ziemlich breit und hoch. Groß also, meine ich damit. Das liegt daran, wer das Unboxing noch nicht gesehen hat. Übrigens, ich weiß, dass meine Frisur nicht sitzt. Ich hatte heute eine Winterkappe an und dann ist der Irokesenschnitt von so nach so gekommen. Ist mir aber egal, wenn ich so ein Video mache. Frisur muss nicht immer top sein. Die Krönung der Packung hier war das Case, das mitgeliefert wurde. Und das ist nicht genug. Außerdem war in dieser Riesenpackung noch ein 33 Watt. Hier steht's, 33 Watt. Super Fast Charging Adapter für den Strom mit einem roten USB 3.0 Anschluss und einem roten USB 3.0 Kabel, auch rot. Und das heißt, die schnellste Variante auf USB-C, also im Lieferumfang, war das hier enthalten und natürlich das Smartphone. Und das ist schon ganz schön vorbildlich, wenn man es mal mit Apple seinem Inhalt vergleicht. Nokia oder Samsung. Samsung ist auch so ein Thema. Also das Ehre, Ehre. Ja, das Smartphone ist übrigens insgeheim der Gaming Pro unter der Note 11-Reihe. Wusstet ihr, dass es neun Xiaomi Note 11-Geräte gibt? Neun Stück. Wieso ich nicht das Pro genommen habe, fragt ihr euch. Weil das Pro so groß ist. Und das passt in keine Hosentasche. Und ich bin ja keine Frau und kann eine Handtasche tragen. Und dann müsste ich es immer im Rucksack haben. Jetzt geht's zwar noch im Winter, wo man die dicken Jacken anhat. Und da kann man verstauen. Aber im Sommer
fallen einem ja die Hosen runter bei so einem Klopper in der Hose. Und das wäre schon der zweite in meiner Hose. Zwei so Beulen. Der musste sein. Ja, also, wir haben hier auch noch ein vorinstalliertes Panzerglas drauf, was auch im Lieferumfang enthalten war. Jep, Panzerglas. Ich dachte, es wäre eine Bildschirmschutzfolie und fing hier an, das Ding abzuziehen. Und jetzt hat's hier eine Luftblase. Lasst euch davon nicht irritieren. Also der Bildschirm ist nicht kaputt. Er hat nur hier einen Knick mit einer Luftblase. Der Rest des Displays ist aber immer noch durch das Panzerglas geschützt und deshalb habe ich sie nicht ganz abgezogen, sondern gleich wieder dran gemacht. So, das war der Lieferumfang. So was von nice. Ja, gut. Wir haben, ich zähle mal auf, oben Klinkenbuchse, Kopfhöreranschluss, erster von zwei Lautsprechern, Mikrofon, lauter leise Wippe, ein Ausbutton mit Fingerabdrucksensor im Button. Dann haben wir unten der zweite Lautsprecher, ein USB-C Daten- und Ladeeingang, noch ein Mikrofon. Und auf dieser Seite haben wir den Dual-SIM-Schacht und Micro-SD-Schacht. Es passen gleich zwei physische SIM-Karten rein. Und als drittes auch noch eine Micro-SD. Alles in einem. Vorne haben wir das Super AMOLED OLED-Panel mit Gorilla Glass Victus und hier eine kleine Selfie Punch-Hole-Notch-Lochkamera. Und hinten eine Quad-Kamera, also vier Linsen, unter anderem 50 Megapixel Hauptlinse, Makro-Bokeh-Effektlinse, Ultraweitwinkel, Weitwinkel-Tele Teleobjektiv, Blitz- und Taschenlampe und hier steht 50 Megapixel AI-Kamera. So, und wir haben neben Fingerabdruck, das super zuverlässig funktioniert, einmal drauf und entsperrt. Sorry, ich zeige es euch mal mit Bildschirm ohne Schwarz. Einmal drauf, entsperrt. Einmal drauf, entsperrt. Einmal drauf, entsperrt. Entsperrt, entsperrt. Und wir haben, als wäre das nicht genug, auch noch, wie Apple es nennt, Face ID. Bei Android nennt man das Gesichtserkennung. Also Entsperrung mit dem Gesicht. Was aber nicht so sicher ist, wie der Fingerabdruck, der biometrische. Aber so leicht kann man die heute neuesten Kameras auch nicht mehr austricksen. Das heißt, der gute alte Trick mit Video oder einem Foto von der Person, der haut nicht mehr. Hier steht übrigens noch Redmi drauf und dass hier ein Kopfhörer-Klinkenbuchse-Anschluss ist, feiere ich mega. Das zeigt, dass es auf Gaming ausgelegt ist. Denn soweit ich weiß, ist es eins der einzigen Xiaomi Redmi Note 11 Geräten unter den neun, die einen Klinkenanschluss haben. Als einziges oder ziemlich einziges Handy. So, 128 GB RAM, 4 GB Arbeitsspeicher und ein Snapdragon 850, was vergleichsweise nicht schlecht ist. Also hält locker mit Premium-Smartphones mit. 5G, klar. Die Fotos im dunklen Bereich, in dunkleren Räumen oder im Dunkeln in der Nacht, die werden nicht ganz so geil, aber bei gutem Licht, so etwa, werden die Aufnahmen sehr nice. Auch die Selfie-Kamera macht mehr als brauchbare Aufnahmen. Und wir haben ein Always-On-Display. Zeige ich euch mal. Always on, kommt gleich. Und tada! Ein Always on Display. Das ist auch sehr nice. Und eben zwei physische SIM-Karten und eine eSIM würde auch gehen, also elektronische SIM. Dann hättet ihr drei Rufnummern auf einem Smartphone. Das heißt, Geschäftsleute sind damit auch gut bedient. Der Rahmen ist aus Kunststoff
Sehr dünn und flach ist das Xiaomi Redmi Note 11. Sehr dünn, wenn man es mit den iPhones vergleicht. Seit dem iPhone 10 sind die ja so dick. Und das ist eine schöne Skalierung. Die Kamera schaut nicht zu weit raus, wie Apples schlechte und schöne Kameras. Ja, ich hate momentan Apple ziemlich. Ich habe alle meine iPhones verkauft. Ja. Wir haben eine Helligkeit von 1400 Nits. Damit könnte man die Sonne emulieren, rein theoretisch. Und das OLED-Panel kommt mit einer Full HD Plus Auflösung. Maximal Kamera Videoaufnahme ist 4K 60 Frames. Nein, 4K 30 Frames. Die besten Videos bekommt ihr mit HD, also 1080p, 60 FPS. Das heißt aber nicht, dass 4K rumgespielt ist. Das auf keinen Fall. Das nicht. Und eben, es ist auf Gaming ausgelegt. Es ist nicht wasserdicht, nur Spritzwasser geschützt. Aber das ist halb so schlimm, dass das heute gekaufte Oppo-Handy ist dagegen wasserfest, IPX4 zertifiziert und staubdicht, staubsicher. Genau, und Full HD Plus AMOLED Panel löst sehr schön auf. Und wir haben Android 13 drauf, kann ich euch gerne zeigen. Neueste MIUI-Version von Xiaomis Betriebsoberfläche, MIUI 13 ist das neueste Update und die Android-Version ist Android 13. Genau, Android 13. Sehr schön. Sicherheitspatches auf dem neuesten Stand. Heute kam gerade ein Patch rein. Update laufen lassen und drauf. Es ist wenig Malware vorinstalliert. Wenig Malware. Das heißt, ziemlich nix ist zugespammt mit Schrott-Apps. Ihr habt natürlich die typischen Redmi, Xiaomi Apps wie Mi Video, Mi Fernbedienung, Mi Music, die Kamera, die Downloads, die Teams, File Sharing, Bilder von Xiaomi, die Cloud von Xiaomi, Notizen von Xiaomi, Sprachrekorder von Xiaomi, Hintergründe, UKW-Radio, Fotos und ein Dateimanager. Das heißt, ihr müsst nicht zwangshaft, ich habe es zwar trotzdem gemacht, aber ihr müsst nicht zwanghaft den Dateimanager Plus herunterladen. Ich wiederhole, ich habe es trotzdem getan, weil ich damit am besten zugange komme. Genau. Und wir haben eine Wahl zwischen 60 Hz, die typische Bildwiederholrate bei jedem Handy, oder die Wahl zwischen 90 und 60 Hz. Das heißt, 90 Hz werden auch unterstützt, 90 FPS, wie ihr wollt. Und es ist momentan im Angebot bei Digitec Galaxus für 191 Schweizer Franken. Das hier ist die Farbe Graphite Grey, also Graphit Grau, was aber mehr ins Schwarz verläuft. Ich finde, das sieht nach Schwarz aus und weniger nach Grau. Ja, Dual-SIM SD-Slot 50 Megapixel 5G. Es gibt's noch in Star Blue und Twilight Blue. Star Blue ist Babyblau, Twilight Blau ist Dunkelblau bis Hellblau oben. Alle zu verschiedenen Preisen. Star Blue kostet 9 Franken mehr, also 200, wieso auch immer. Und die Akkukapazität liegt bei 5000 mAh. Das heißt, das ist jetzt kein Witz, ich meine es voll und ganz ernst. Ich komme damit zum Teil bis auf 2 Tage Nutzung. Natürlich nicht ohne Pause, Screen on Time, also Benutzung, sondern auch mal 10 Stunden, 7 bis 10 schlafen legen, aber darüber Musik und Hörspiele hören. Und trotzdem hat es am nächsten Tag, vom letzten Tag an, zwischen 7 und 11 Uhr schalte ich es ein,
Es stoppt bei 80% Ladung, stoppt es den Ladefluss, um den Akku zu schonen. Das macht die KI und so kann man es über Nacht schön ruhig, ohne schlechtes Gewissen, an den Strom anschließen und am nächsten Tag ist es dann geladen, aber nicht überladen. Also nicht die ganze Zeit vom Strom, genau. Der Strom hat nicht die ganze Zeit das Handy gepusht. Was Roboter, also die KI, nicht so alles kann. Eben, aber ich kam damit dann am nächsten Tag nach, sagen wir, 7 bis 10 Stunden Hörspiel oder Musik hören und dann immer noch bis am nächsten Abend reichte mir schon mehrmals der Akku immer noch durch den Tag, eben bis abends. Das sind 2 Tage Nutzung mit einer Akkuladung. Ziemlich geil. Und das bei dem Preis, die ganzen Features, die ich nur jetzt schon aufzählte. Dann haben wir noch Spezialoptionen, und zwar hier die speziellen Funktionen, darunter der Game Turbo Modus, Video Werkzeugkasten, Schwebende Fans Modus. Das Wichtigste und Interessanteste ist der Game Turbo. Das ist der Game Turbo. Hier wird Akkuauslastung, GPU, CPU und SSD-Auslastung angezeigt. Die FPS-Zahl der Spiele. Ihr könnt Screenshots aufnehmen, Videos von Spielen und, und. Und deshalb ist es eben ein Gaming-Smartphone. Ach, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ich könnte jetzt mal ein Spiel hinzufügen. Suchen wir mal nach Fortnite. Fortnite. Fortnite hinzufügen. Komm schon. Was muss ich jetzt tun? So, Fortnite ist hinzugefügt. So, Fortnite. Als mein erstes Spiel. Und das im Game Turbo. Den könnt ihr nicht mit einer Wischgeste beenden. Ich bin jetzt draufgekommen. Man muss ihn oben rechts, wo ich drauf kam, muss man das Ganze beenden. Also, genau hier, wo ich drauf kam, da ist der Ausgang. Gut getouched, blind. TikToks, Insta, Twitter, Snapchat, Facebook, und Reddit, alles super flüssig, dank den 90 Hz. Und trotz 90 Hz haben wir 2 Tage Nutzungszeit. Wie lange hält's durch mit 60 Hz? Das wäre ein Testversuch wert. Das Ergebnis nimmt mich wunder. Es ist sehr leicht, aber nicht so leicht, dass man denkt, es wäre innen nichts drinnen. Also wie bei diesen Vicro-Light-Handys. Hier ist schon gut Technik verbaut, aber es ist nicht so schwer wie ein iPhone Pro oder Pro Max. Und eben auch nicht so fett und so eine unschöne riesige Aushebung der Kamera, viereckig, quadratisch praktisch gut. Und diese 3 Riesenlinsen, 2 hier am Gehäuse, eine hier, sieht ja aus wie draufgeschissen. Also Apple, seit Steve Jobs nicht mehr da ist, ach Gott, hab ihn lieb. Seit er Apple verlassen musste, muss man schon fast sagen, ist Apple immer noch am gleichen Punkt mit ihrer iOS wie vor 10 oder 15 Jahren. Finde ich einfach primitiv traurig. Die MIUI, also die Xiaomi eigene Betriebsoberfläche, ist ziemlich übersichtlich. Ich habe zwar ziemlich viele Apps drauf, also Schnellmenü-Apps, aber sonst ziemlich aufgeräumt, ziemlich clean. Alles erfolgt sehr flüssig. Die 90 Hz machen sich bemerkbar. Also wie fast mit 120 Hz. Ihr seht's. Und natürlich wird auch unterstützt. Wie nennt man das? Multitasking wird unterstützt. Multitasking. Und schwebende Fenster. Die schwebenden Fenster beeindrucken mich mehr als Multitasking. Aber Multitasking, das geht auch. Das geht auch. Und wenn ihr die schwebenden Apps nicht mehr braucht, einfach wegwischen. Und das war's. Und so einfach ist das. Ja, so sieht's aus.
Was kann ich noch sagen? Emulatoren, da es wahrscheinlich eben ein Gaming-Smartphone ist, laufen alle Emulatoren problemlos. Auch Nintendo Switch-Emulatoren für Android laufen hier drauf fast so flüssig, fast wie auf meinem, ich hab's, wie auf meinem ein Odin Pro Handheld auf Android-Basis. So sieht's aus. Und ja, es gibt auch einen Einhand-Modi, der wird aufgerufen durch so, oder warten mal, so wird der Einhand-Modi aufgerufen. Also ich zeig's euch. Wenn ihr also jetzt irgendwo seid, wie ich in den Einstellungen und so wischt, komm jetzt. Ach, die Asche. Jetzt geht's nicht. Leute, ich bin zu lost. Ja, es gibt einen Einhandmodus. Keine Ahnung, wie man den startet, Leute. Und zwischen Apps wechseln kann man auch mit Gesten. Verdammte Scheiße. Jetzt. Ich kann's blind einfach nicht. Ich kann's blind nicht. Ja, jetzt geht's. Sauber. Sauber, Flexi. Also, dann haben wir noch den Enterprise-Modus. Aber das ist ein Pipifax. Ja. Man kann wählen zwischen den drei virtuellen Zurück-Home- und Hintergrund-App-Tasten oder Gestensteuerung. Also so. Versteht ihr? So. Also ich bevorzuge Gestensteuerung und nicht diese drei Buttons hier unten, die virtuellen, weil die brauchen so viel Platz vom Screen. Und ich nutze den Avast-Browser. Gehen wir mal auf Home. Gehen wir mal auf Home. Das hier ist der Avast-Browser, Avast-Secure-Browser, eine Art abgespeckte Version zwischen Google Chrome und dem guten Tor-Browser. Also Funktionen etwa die gleichen wie die beiden Browser gemischt. Und sonst, ich kann euch noch zeigen, wie 4K-Videos ausschauen, mit YouTube natürlich. Ach, ich habe eine Benachrichtigung. So. So, also. Hört euch die Lautsprecher an. Seht ihr die satten Farben? Sehr schön. Sehr schön. Und quasi kein Bildschirmrand, Leute. Quasi. Hier ist ein bisschen Rand, aber das ist bei allen Smartphones im unteren Bereich ist das so, dass hier ein schwarzer Balken ist und sitzt. Das ist leider so. Und sonst sehr wenig Rand, bis keiner. So, das war mein Testfazit. Übrigens, ich lade jetzt meine Musik drauf. Genau, ich habe ja den USB-Stick für 99 mit 128 GB heute bekommen. Und darauf habe ich jetzt 12 GB Musik MP3 draufgeladen. Das sind etwa 100.000 Songs. Die lade ich mir jetzt auf mein Xiaomi Redmi Note 11 mit diesem Apple Adapter. Apples Adapter sind die besten. Also wenn ihr einen USB-C auf USB 3.0 Adapter sucht, dann greift zu dem hier. Der ist von Apple. Es gibt noch welche mit zusätzlich, die sind so breit, zusätzlich HDMI und USB-C. Den habe ich da hinten irgendwo liegen, um das Steam Deck an den externen Bildschirm zu hängen. Ja, und 128 GB für 99, eine sehr gute
Ein guter Deal. Und meine Lampe. Tischlampe. Genau, gut. Ach ja, Datenübertragungsgeschwindigkeit. Top, muss ich sagen. Top. Sonst gibt's nichts zu sagen. Sonst gibt's nichts zu sagen. Genau. Ja, und dann war's das mit diesem Video. Ach ja, das Case noch. Etwas Besonderes hat's an sich. Da wo der Lade- und Daten-USB-C-Anschluss ist, hat's einen Deckel, den man wegnehmen kann zum Laden und etwas anschließen und schließen kann, wenn man den Port nicht benötigt. So kann kein Staub oder sonstiges reinkommen und das schützt zusätzlich. Außerdem soll dieses Case eine Ausnahme bilden zwischen den transparenten anderen. Es soll nämlich nicht gelb verfärbt, also gelbe Verfärbung aufweisen nach kurzer Zeit Nutzung, wie die meisten transparenten Hüllen. Also transparent heißt durchsichtig. Ja, Englisch und so. Ja. Und sie schützt echt zuverlässig. Ist fast Hartgummi. Sehr schön. Gut. Das nächste Video wird von diesem Xiaomi-Handy das Review sein, das endgültige. Und in ein paar Stunden, wenn ich genug Motivation finde, mache ich morgen Abend ein 24-Stunden-Fazit zum neuen Oppo-Smartphone hier. Ein 24-Stunden-Kurzzeit-Fazit. Mal sehen, ob ich Bock habe oder auch nicht. Das muss ich morgen anschauen. Gut. Gut. Schauen wir morgen an. Heute haben wir das angeschaut. Vielleicht mache ich eben ein Kurzzeitvideo. 24 Stunden Fazit. Und schaut mal, etwa so dick ist ein iPhone. Bisschen dünner. Saumäßig traurig, diese iPhones. Naja, gut. Macht's gut, ich mach's besser und lasst gerne ein Like da, macht ein Abo, macht das Plus weg, sage ich immer. Nee, wir sind hier nicht bei Insta oder TikTok, aber macht das Plus weg und nee, folgt mir für mehr. Ihr könnt gerne in die Kommentare allfällige Fragen, die noch offen sind zum Device, mir stellen. Ich beantworte innerhalb 12 Stunden jede Frage. Gut, und habt einen schönen Abend. Ich hoffe, ihr hattet auch einen angenehmen Start ins neue Woche, der Deutsch. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, euer Flexi.